Zwei große städtische M-Themen beschäftigten die Schweriner in diesen Tagen. Einmal ist es der Marienplatz, wo Ende Dezember die Videoüberwachung gestartet wurde. Zum anderen ist es der Moscheebau in Müserholz. Dort hat der Islamische Bund den Erwerb eines Grundstücks beabsichtigt. Die beiden M's standen auch im Mittelpunkt der Stadtvertretersitzung am 28. Januar. Videokameras auf dem Marienplatz im Herzen der Landeshauptstadt sollen bei der Ermittlung der vermehrten Straftaten dort behilflich sein. Mit den ersten Ergebnissen gibt sich die Stadtverwaltung durchaus zufrieden. Und jetzt zeigen uns die ersten Wochen, dass man schon mehrere Straftaten aufgedeckt hat, auch eine vermutete Straftat ausräumen konnte, wo es dann gar keine Straftat war, nur eine Anzeige. Sodass man sagen muss, sodass auch die Polizei mir sagt, für die Ermittlungstaktik ist die Kamera schon sehr wirksam. Das Problem, die Datenschutzbehörde bemängelt eine unausreichende Datenverschlüsselung. Somit wäre die jetzige Videoüberwachung rechtswidrig und dadurch unzulässig, meint die Opposition. Hier verstößt das Innenministerium ganz eindeutig gegen das Datenschutzgesetz. Und insofern sagen wir, wenn schon das Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde gegen Gesetze verstößt, naja, wo kommen wir da hin? Wir wissen, wie hoch Datenschutz angesetzt wird, gerade vor dem aktuellen Hackerangriff auf viele Politiker und Prominente. Ich war auch betroffen selbst und da muss ich sagen, dann ist es für mich besonders wichtig, dass Datenschutz eingehalten wird und man kann doch nicht das eine Recht auf Sicherheit ausspielen gegen Datenschutz. Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller hier beim Interview der Woche auf TV Schwerin fordert das Innenministerium auf, die entsprechende Verschlüsselung der Funkstrecke spätestens bis zum 31. Januar umzusetzen. Sonst, laut Müller, seien die Kameras auf dem Marienplatz dringend abzuschalten. Und da sage ich, die Polizei hat in ihren ersten Sicherheitsüberlegungen, in ihren ersten Papieren immer gesagt, wir haben hier ein hohes Schutzniveau einzuhalten, das sehen wir als Polizei ganz genauso. Und deswegen brauchen wir eine Verschlüsselung auf der gesamten Strecke. Aus dem Schweriner Stadtparlament jedoch waren am Montag auch Stimmen zu hören, die zur Besinnung aufrufen. Also ob da ein Gesetzesverstoß vorliegt, da mache ich mal ein großes Fragezeichen hinter. Die Menschen erwarten, dass sie sicher über den Marienplatz kommen. Das ist gewährleistet. In den letzten 4 Wochen konnte die Kamera schon bei insgesamt 4 Fällen die Polizei unterstützen. Deswegen sind wir dafür, dass die Testphase weitergeht. Unsere Position ist, die Kameratechnik ist installiert. Ob man bei der Datenübertragung noch nachbessert, das muss das Innenministerium entscheiden. Da sind wir als Stadt, als Kommunalvertreter erstmal außen vor. Wir sind eindeutig für die Videoüberwachung auf dem Marienplatz, halten das für eine geeignete Maßnahme, um Straftaten zu verhindern und auch zu dokumentieren. Die Frage, ob das datenschutzrechtlich hier bis zum Ende durchdacht ist, das soll das Innenministerium klären. Die sind zuständig für diese Anlage, aber vom Grundsatz her begrüßen wir diese Maßnahme sehr. Eine Entscheidung ist noch nicht in Sicht, wie auch bei der Moschee. Im Oktober 2018 vermeldete der Islamische Bund Schwerin die Absicht, das Grundstück in der Otto-von-Guericke-Straße zum Zweck eines Moscheebaus zu erwerben. Die AfD wollte dies damals verhindern, doch der entsprechende Antrag wurde in der Stadtvertretung abgelehnt. Das Thema selbst wird in der Landeshauptstadt seitdem heftig diskutiert. Und so melden sich mittlerweile die Befürworter eines Bürgerentscheids zu Wort, nicht nur wie gewohnt aus der rechten Ecke. Wir sind der Meinung, dass ein Bürgerentscheid die richtige Möglichkeit ist, um die Schweriner in so einer wichtigen Sachfrage zu beteiligen. Da will ich eine Entscheidung gar nicht vorwegnehmen. Es ist aber so, dass man diese Frage nicht nur hier in diesem Raum beantworten sollte, sondern tatsächlich die Bürger befragen sollte. Heftige Kritik ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Doch was beabsichtigt eigentlich der Islamische Bund mit der Moschee auf dem Dreesch? Das Statement wurde in der vergangenen Woche beim Neujahrsempfang des Stadtteilmanagements Neuzippendorf aufgenommen. Wir haben nicht nur Moschee zu bauen. Bei dieser Halle ist es gedacht worden, dass man so ein Zentrum auch der Vielfalt, auch als sozusagen eine Begegnungsstätte auch für die Muslime und Nichtmuslime natürlich dazu machen, auch für die Familien, dass die Leute, die hier sind, auch das, so das Gefühl haben, wir haben so ein Stück Heimat. In der Stadtvertretung hatte die Idee eines Bürgerentscheids wohl kaum eine Chance. Die Mehrheit war strikt dagegen, mit einer starken Argumentation. Also so wie der Antrag heute in der Stadtvertretung zur Abstimmung steht, so ist er klar rechtswidrig. Denn er verstößt sowohl gegen § 3 als auch § 4 des Grundgesetzes. Wir würden auf keinen Fall verhindern wollen, dass der Islamische Bund in Schwerin seine Religionsfreiheit ausübt.
Wo das ist und wie das dann geschieht, das ist eine ganz andere Frage. Momentan liegt ja noch gar nichts vor vom islamischen Bund, deswegen ist das natürlich auch jetzt eine Aufregung, die ich noch nicht so richtig nachvollziehen kann. Die Frage muss in Ruhe besprochen werden, da muss ein Angebot erstmal auf dem Tisch liegen, da muss man sich das anschauen und entschieden ist da noch gar nichts. Wenn ein Bürgerentscheid, der muss auch von unten wachsen. Das muss wirklich durch Bürgerinitiativen kommen, durch Bürger selbst und nicht von einer Partei, die ja immer sehr rassistisch nach meiner Auffassung unterwegs ist, sowas zu initiieren. All das heißt aber längst nicht, dass eine Moschee in Müserholz eines Tages tatsächlich errichtet wird. Und ebenso bleiben die Kameras auf dem Marienplatz zunächst einmal an. Die beiden großen M-Fragen werden in Schwerin deshalb sicherlich noch eine Weile die Gemüter erhitzen.